Der neue Godzilla-Kurzfilm Living with Monsters. Godzilla Found Footage. Okay, wir fangen jetzt an und lassen uns mal davon berieseln. This is the blast of the hydrogen bomb, which has inaugurated a new and menacing era in the history of man. Monsters. Schönen guten Morgen, Dennis. Schön, dass du am Start bist. Ich wollte auch eben gerade mal die Frage stellen, die mir jetzt wieder keiner beantworten kann, da ich ja eben noch alleine hier im Stream war. Sind das eigene Szenen oder sind das Szenen, die jetzt zusammengeknapst wurden aus verschiedenen Godzilla-Filmen? Ich werde es wahrscheinlich noch herausfinden. But where did this all truly begin? Some point to the age of dinosaurs. Others point to Godzilla. The first major encounter between mankind and the monsters. Hello, I'm Gene Maldonado, and I'm going to be your guide through this strange new world we face ahead. This is Living with Monsters. Der Stil gefällt mir schon mal super gut. Das Ganze scheint jetzt eine Dokumentation zu sein. In einem Was-wäre-wenn-Szenario, wenn es Monster wirklich geben würde in der Form. Macht das Sinn? Kann das sein? Ja, okay. Das hier ist auf jeden Fall Godzillas Skelett, oder? Das soll auf jeden Fall irgendein Titan sein. Sieht nach Godzilla aus, ist zwar ein bisschen klein, aber das sieht nicht nach einem Dinosaurier aus. Ich glaube, wir sind jetzt hier in irgendeiner Zeitepoche, in welcher Kaiju wirklich existieren. So ein geiler Stil, ja, finde ich auch ganz geil. Monsters, or as scientists have labeled them, superfauna, have been a common part of our world. Jetzt, wo hier ein paar Leute auch im Chat sind, braucht ihr Untertitel? Oder sollen wir das so laufen lassen? At least 7 years now. 17 attacks on populated land. Currently, there are 5 active species of superfauna classified as a threat to mankind. That would include Godzilla, Anguirus, Canura, aha, Moment, Gorgo, and finally, Manda. But where did they come from? Sightings of monsters have been recorded since the beginning of man. Ancient artifacts depict strange, weird creatures associated with death. But the world was first introduced to monsters in the motion picture phenomenon King Kong. Untertitel wären besser, okay. Geil, hier fängt schon gut an. Da steht Skull Island und der Untertitel ist einfach King Kong. Gut. Prepare for a voyage to an island of death. A land of terror and danger. A prehistoric world alive today. Oh, warte mal. Ey, wenn ihr irgendwas hier erraten könnt, ob das wirklich aus dem Film selber ist, dann sagt's mir. Aber das sieht hier schon... Das sieht mir gerade zu flüssig aus. Das sind neu gemachte Szenen, glaube ich, extra für diesen Kurzfilm jetzt hier. Sieht generell ziemlich geil aus, ey. So einen Film würde ich mir sogar angucken. In der Form. Ich weiß, das 4:3 Format, das ist immer für viele, ist das
Befremdlich, ja, aber ich finde das ganz cool. Das könnten wir auch gerne 16 zu 9 machen, ja. Aber ich finde, das Format passt halt optimal zu dem Stil von dem Video. Denke auch, neue Szene. Der rechte Haken von Kong sah zu gut aus. Das sieht echt zu gut aus, gell? Weil die Originalfilme, die sind ja mit Stop-Motion noch gemacht, auch zum Teil, glaube ich, ne? Ja, klar. Wenn Kong in der Stadt ist zum Beispiel. Und das sieht man dann da. Und hier siehst du ja gar nichts von irgendwelchem Geruckel. Das ist schon krass. Aber das soll jetzt in dieser Welt hier auch einfach nur ein Film gewesen sein, oder was? Ich bin gerade noch ein bisschen, hat so ein bisschen Twin Peaks-Vibes, finde ich. So, du checkst noch nicht genau, worauf das jetzt hier hinausläuft. King Kong attracted viewers from around the world. At the premiere, Carl Denham showcased two native creatures from the island as proof. The public was stunned by the documentary film. Ah, der Klassiker, ey, den Kiefer raus. Jo, haben den Sound von Kong 1969 genommen. Geil in der Rückkehr des King Kong, ja. Ey, diese King Kong-Filme, die muss ich mir unbedingt auch noch anschauen. Ich habe irgendwie aktuell extrem Bock, oder zumindest mehr Bock tatsächlich, mir den allerersten King Kong mal anzugucken, in Schwarz-Weiß, als mit den Toro-Godzilla-Filmen weiterzumachen. Weil ich finde gerade dieses ganze Skull Island Dinosaurier-Setting ist so richtig gut einfach. Das ist so, gerade für Jurassic Park-Fans, ne? Einfach geil. There would be no new development. Haben die gerade Skull Island in die Luft gejagt? Moment. Nee. Komische Überleitung, okay. There would be no new developments in the field of superfauna until 4 years later, when the hydrogen bomb testing continued in the Bikini Atoll. While the tests were successful, no one could have prepared for what came next. Okay, also der King Kong-Film ist hier wirklich nur ein Film. Und aufgrund dieser Atomtests berichtet er jetzt aber anscheinend davon, dass dann auf einmal wirklich solche Titanen aufgetaucht sind, so ähnlich wie King Kong. Verstehe. Ist so ein nettes Meta-Ding, dass man jetzt hier wirklich sagt, King Kong gibt's nicht wirklich, aber Godzilla schon. Ist eine interessante Idee tatsächlich. Ist das das Godzilla-Design vom Monsterverse? Washed ashore in a small Japanese village was a gargantuan reptile. Gojira, or Godzilla, as he's called in the West, is a dinosaur-like species believed to be hidden in the Pacific for millions of years until the hydrogen bomb testing brought it to the surface. Scientists classified the creature as a member of the superfauna ecosystem. A group of extremely large animal species. Was denn das für ein genialer Film, ey? Das ist ja geil. Ja, ne, das ist wirklich das Design vom Monsterverse Godzilla. Ach was, wie krass. Okay, das ist sau interessant. Small fishing villages in Japan had already been aware of the creatures for centuries, but kept it a secret from the outside world. The most extreme of these called themselves Kaiju Kai. A cult that not only believed the monsters to be deities, but would occasionally sacrifice them. Frage an euch, gab's diesen Kult auch in den Original Toro-Filmen? Weil zumindest die ich gesehen hatte, da kamen die noch nicht vor. Own members to the sea as a peace offering. A few days later, after the corpse washed ashore, another Godzilla sunk two ships near Tokyo Bay and began its path. Also es gibt hier mehr als nur einen Godzilla. Das würde auch erklären, warum das eine Skelett eben noch kleiner ist, als Godzilla eigentlich groß ist. Es gibt anscheinend hier mehr von diesen Godzilla-Spezies, die alle dann doch relativ gleich aussehen. Da nimmt man jetzt sogar ein bisschen vom Monsterverse sogar noch diese Thematik in der Hohlerde unten. Mann, ist das geil gemacht, ey. Das ist richtig cool. Path of destruction for
Preparations were set as Tokyo braced for the creature's landfall. They developed the anti-Godzilla wall that would surround the coastline and deter the creature with high voltages of electric. Das ist vom allerersten Godzilla-Film, diese Idee. Vom 1954er. Das da. Unfortunately, initial reports had miscalculated the size of the creature, assuming it to be that of a similar mass of the one that washed ashore. Okay. Ja, das ist ein Unterschied auf jeden Fall von der Größe her. Man muss dazu aber auch ganz ehrlich sagen, dass auch der allererste Godzilla von 1954 ist da durchgekommen. Der hat sich davon nicht abhalten lassen. Sie verpacken einfach jetzt so den Ursprung. Nee, das ist ja ganz abgefahren. Mann, ist das eine geile Sache. Es ist quasi eine Dokumentation, die uns jetzt erklärt, wie Kaiju eigentlich die Welt beeinflussen, was für eine Gefahr sie sind. Und sie packen aber in diese Zeit von damals jetzt das Design vom aktuellen Monsterverse Godzilla rein. Krass. Wie gut es einfach aussieht. Das ist wieder. Das ist. Und das ist genau das, was ich an Godzilla 2014 halt so geil finde. Diese Shots eben auch von unten, dass du wirklich siehst, wie massiv diese Viecher auch sind. Oh Gott, ich wette unter den Kommentaren, wir schauen da am Ende des Videos mal rein, so ganz viele Kommentare, die sagen, na, das ist ja Welten besser als Godzilla Kong, The New Empire. Und ich muss sagen, ja, tatsächlich ist das schon geiler. Von der Idee her. Das ist einfach mal. Würde sowas aber auch auf der Leinwand funktionieren, wenn man eben sagen würde, okay, wir machen jetzt keine Dokumentation, wir bringen aber einfach einen Godzilla-Film nochmal in Schwarz-Weiß ins Kino, aber dann in diesem Stil. Würden das Leute gucken? Ich meine, Godzilla Minus One kam auch nochmal in Schwarz-Weiß raus. Ich weiß gar nicht, wie der gelaufen ist, der Schwarz-Weiß, die Schwarz-Weiß-Version. Alter, ist das krass. Und wisst ihr, dass wir dieses Szenario noch gar nicht gesehen haben tatsächlich? Im Monsterverse war Godzilla nie wirklich das Monster, das auf die Menschen losgegangen ist. Ja, bei Godzilla vs. Kong so ein bisschen, aber das haben wir ja so nie mitbekommen, das Szenario. Wie krass der Atomic Breath auch einfach gewesen wäre, wenn er gegen die Menschen gerichtet gewesen wäre. The Rage. The Fury. It was unlike anything our world had ever felt. No convention. Okay, FSK, sagen wir mal 16. Komm, seid nicht so Weicheier. Aber ich will das ganz kurz hier aussprechen. FSK 16. Wem das zu hart ist, das ist jetzt auch zu spät eigentlich dafür, ne? Aber das ist schon. Ist schon bildlich dargestellt. Die haben drei verschiedene Tonlagen drin. Von Godzilla meinst du? Oder generell vom Film-Look her? Conventional weaponry stopped the monster. Moin Florian. Professor Kiyoe Yamane theorized that what washed ashore was an infant of the species. And what Tokyo had faced was in fact the parent. He also believed that the city lights may have been provoking to Godzilla. That theory would be put to the test as Godzilla returned later that week. A citywide shutdown was enacted, resulting in Godzilla. Das Bild ist auch geil. Das könnte aus so einem alten PlayStation-Spiel stammen. Appearing to have no interest. The United Nations held an emergency meeting. The images of Godzilla's power and devastation shocked the panel of leaders. The hydrogen bomb became a topic of discussion. Das ist so typisch Mensch einfach, ey.
Ja, wir brauchen eine Lösung. Am besten setzen wir uns alle zusammen und versuchen, unseren gesamten Grips dafür zu benutzen, wie wir eine Situation am besten lösen können. Und wir kommen am Ende immer, immer, egal ob in Film oder in der Realität, auf die Antwort, eine Bombe wird das schon irgendwie lösen. Ja. Ach, ey, wir werden uns so selber kaputt machen, das ist so krass. Und how to eliminate Godzilla. Castle Bravo, das sind jetzt hier die verschiedenen Atombombenstärken, oder was? Okay, ob das jetzt so schlau ist, mit der stärksten Atombombe gegen Godzilla zu schießen, ich will einfach mal behaupten, nein. Wenn der Film es jetzt wirklich noch so dreht, ich glaub's zwar nicht, aber nicht spoilern, dass nach diesem Atombombenangriff dann dieser Godzilla noch zu einer neuen Variante von Shin Godzilla wird, ist das vielleicht mitunter einer der besten Filme von Godzilla, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Rein von der Idee her, von der Kreativität her. The UN launched a joint mission between countries, codenamed Operation Kismet. Its existence, a secret. The plan was to lure Godzilla into a specified area. Mali, vielen, vielen Dank für das Stufe 1 Abo schon seit 2 Monaten. Danke für den Support. When he would be eliminated by the H-bomb. General quarters, general quarters. All hands man your battle station. Set material condition Zeeman throughout the ship. Make Z report to DC sensors. Minimal, ganz, ganz kleine Kritik hier dran, die mich aber auch nicht wirklich stört, aber es fällt eben einfach auf. Du siehst, wenn du erst solche Bilder hier siehst und dann auf einmal Godzilla von nahem, wie jetzt eben gerade, achtet da gleich mal drauf, dann ist dieses flüssige Bewegen von Godzilla, das fällt auf, dass er sich quasi zu flüssig bewegt, dafür, dass das quasi so ein alter Film sein soll, in Anführungszeichen. Achtet da gleich mal drauf, Moment, da. Ist aber auch nur meine Meinung, ist nicht schlimm. While deemed an initial success, Operation Kismet was only a temporary fix. Shockingly, reports of another giant creature came in from Okinawa. Ist Godzilla jetzt tot oder was? Und jetzt kommen die anderen noch raus? Das sieht aus wie Anguirus, oder? Ja, ja. Ey, ich schwör's euch, Anguirus ist vielleicht nicht der aufregendste Kaiju aller Zeiten, aber Anguirus würde ich verdammt gerne im Sequel zu Godzilla Minus One sehen. Und ja, Best Buddy dann vielleicht später, aber im zweiten Film, im Original zweiten Film in Schwarz-Weiß auch noch, da war Anguirus ja der Gegner von Godzilla noch gewesen. Das würde ich so gerne sehen. The monster was named Anguirus. Not much was known about this horned behemoth, but it was moving towards Japan and it was moving fast. It was unclear why until news came from Tokyo. Godzilla was still alive. 緊急事態、緊急事態です。大阪市民は市地に避難してください。ゴジラとアンギラスが4時間後に上陸する。 Ja, Mann, das ist ja krass. Das ist ein Film, den würde ich wirklich gerne auf der großen Leinwand sehen. Ey, vielleicht kommt sowas ähnliches ja wirklich mit dem Sequel zu Godzilla Minus One. Das wäre so geil.
Was meines Horn soll bei Prime demnächst laufen? Ja, ab dem 3. Mai bei uns. Wartet mal, ich muss hier ganz kurz mal diesen scheiß Spam da wegmachen. So, ab dem 3. Mai bei uns in Deutschland, ab dem 1. in Japan, ab dem 3. bei uns. Und DVD-Release könnte so um den 5. rum sein, habe ich jetzt letztens gelesen. Ja. Ja, aber ich verstehe jetzt auch wirklich ein bisschen, was die Leute gemeint haben. Ich verteidige ganz gerne Godzilla Kong, weil ich den jetzt gar nicht so extrem scheiße fand wie manch andere. Die meisten fanden den ja sogar richtig geil. Aber ich verstehe inzwischen die Kritik, wenn Leute sagen, die Titanen im Monsterverse sind mir inzwischen zu schnell. Das hier hat halt einen sehr, sehr krassen Impact, weil die eben noch so langsam und noch so behäbig sind. Und ein kleiner Fehler ist im Film, Anguirus ist niemals so groß wie Godzilla. Faktencheck. Wir gucken nach. Anguirus Size. Ach, ich habe ja auch neues Phänomen, dass ich einfach hier mit meinem Handy als einziges keinen Empfang mehr habe. Wir machen das gleich. Oder ihr könnt einfach mal ganz kurz einen Faktencheck machen. Wie groß ist Anguirus im Original und wie groß ist der Godzilla im Original? Also im zweiten Film, in Godzilla Raids Again. Eventually, Anguirus burrowed underground, deeming the territory Godzilla's. It traveled to New Zealand, where it has since been a constant threat to the island's inhabitants. News of the battle shocked the world. Hope for normalcy was a thing of the past. Mankind had to now accept the possibility that we were no longer in control. The great food chain had altered once again. Das ist mit AI gemacht hier. Das habe ich schon mal so ähnlich gesehen. Nicht das hier. Das hier, das bekommst du aus dieser einen, wie sie heißt, weiß ich aber nicht mehr. Aus irgendeiner Video-App, die habe ich mir auch mal runtergeladen. Bekommst du so eine Szene raus, wenn du, was musst du denn da eingeben? Irgendwas mit Zombies auf jeden Fall. Zombie walking through destroyed city, bla bla bla. Da hast du nämlich auffälligerweise exakt dieselbe Anreihung hier an Personen plus eben denselben Gang. Das wird dann schon mit AI gemacht sein, aber ist ja nicht schlimm. The great food chain had altered. Ja. Once again. The battle between God. Und man kann auch von AI halten, was man will. Ich sehe daran einen riesen Vorteil für mich persönlich, weil ich kann ja sonst mit Blender, ja, bin ich gerade so ein bisschen dabei, es geht einigermaßen, aber das ist noch ein bisschen Arbeit, bis ich dann auch wirklich einmal einen eigenen Film mit Blender selber machen kann. Videobearbeitung und so ein Kram. AI wird mir dabei zum Beispiel auch irgendwann helfen, da freue ich mich auch schon drauf, vielleicht meine eigenen Was-wäre-wenn-Stories in Kurzfilme umzuwandeln. Da habe ich tierisch Bock drauf. Das könnte aber noch so 5-6 Jahre dauern. Bis dahin kann ich auch Blender wahrscheinlich dann. Mein Lieblings-Godzilla-Design ist das von Godzilla Millennium. Das finde ich am geilsten. Weiß aber nicht wieso. Das gefällt mir aber einfach saugut. We were unable to obtain by any other means. For example, various body parts of the creatures, including. Was ist denn euer Lieblingsdesign jetzt hier im Chat von Godzilla? Fins. And small appendages were found throughout the wreckage. Experts also noted certain physical abilities that pointed towards evolutionary adaptation, such as Anguirus's natural ability to shield itself from Godzilla's atomic breath. Meaning, these species have evolved to battle each other throughout time. The Battle of Osaka was just the beginning. In Chile, the Chaitén volcano erupted. An ancient species of dragonfly awakened from. Bringen Sie jetzt auch Rodan hier mit rein? Hibernation and fed on several small villages before being sealed in an abandoned mine. Okay, nee, Sie bringen anscheinend erstmal jetzt hier die komischen Insekten. Volcanologists still believe
something larger may be within the volcano as well. Weeks later, in Hawaii, a large species of crab attacked Waikiki. Local legend called the creature Canyon. Dieser Film ist doch der perfekte Nährboden für ein ultra geiles Konzept für einen Kinofilm. Einfach einen Weltkrieg, World War K für Kaiju oder irgendwie so ein Kram, wo es genau darum geht, dass die Regierung dann gegen Godzilla kämpft. Und dann hast du dann da zerstörte Städte auf der einen Seite in Japan, auf einmal hast du dann aber auch einen Titan, der taucht dann auf einmal noch in London auf oder sowas. Und da muss dann die gesamte Welt an verschiedenen Orten einfach kämpfen. Das wäre doch voll krass. Das ist sau die geile Idee. Gibt es so einen Film von Toho schon? Ich glaube auch nicht, ne? Es gibt ja diesen, wie heißt er denn, dieser Trash-Film da, wo sie auch dann Zilla nochmal mit eingebaut haben. Aber ich meine sowas halt nur mit einer ernsten Stimmung. Sowas wie das hier jetzt zum Beispiel, nur als richtigen Kinofilm. Auf Hawaii, genau, dann kommt auf Hawaii dann noch irgendwas. Ja, Final Wars, genau. Na, Final Wars ist ja eher so trashig. So im Stil von Godzilla Minus One, nur dass es dann irgendwann um den gesamten Weltkrieg einfach geht. Mit Titanen. Das wäre doch echt krass. Wäre vielleicht ein bisschen makaber, gerade in der heutigen Zeit. Da wollen Leute wahrscheinlich eher was anderes sehen, aber allein von der Idee her ist es ja schon ganz cool. Cargo ships found entering the area to be impossible. Then, off the coast of Ireland, on the small island of Nara, sightings of a deep sea dinosaur, later named Gorgo. A mostly isolated monster who only appears to be aggressive when attacked by fishermen or the local military. Then finally, China. The giant serpent Manda hunts for food in the mountains. Könntest auf Sora OpenAI hoffen, da sind... Ja, aber ob das überhaupt jetzt für alle freikommt, das weiß man immer noch nicht, ne? Das wird ja irgendwie noch überprüft, weil du ja damit relativ einfach extrem krasse Videos machen kannst. Und das kann eben auch sehr gefährlich werden. Das checken die immer noch ab, glaube ich, aktuell. Professor Yamane theorized that further nuclear weapon use may have awoken these superfauna, who otherwise may have remained dormant. Da haben wir auch gerade schon den Filmtitel gehabt. Monsters Invade Earth. Das ist der Filmtitel, das sehe ich auf jeden Fall auf der großen Leinwand jetzt schon. Species who had never lived together before suddenly had to compete over resources and territory. As noted by Kandra's home of Hawaii being within Godzilla's space, the conflicts have been numerous. Ja, und ich finde, die prüfen noch sehr gut, aber das gehört für einige Firmen, soll das wohl schon verfügbar sein. Für Firmen kann das gut sein, wenn du mit sowas jetzt irgendwie ein Auto bewerben willst oder du willst damit von mir aus auch einen Energy Drink bewerben, ist das ja vollkommen cool. Wir leben aber in einer Zeit, wo Menschen generell irgendwie keinen Bock mehr haben, sich mit irgendetwas intensiv zu beschäftigen und jeden Furz glauben, der auf YouTube von sich gegeben wird. Ich habe es vorhin ganz kurz angesprochen. Es ist gerade eine gängige Aussage auf YouTube oder ganz schlimm auch wieder auf Instagram. Ich habe es ja zum Glück nicht mehr. Dass der Regen in Dubai, dass der von der Regierung gesteuert sein muss. Ey, es wird nicht mal hinterfragt, warum. Wie dumm ist das denn? Warum sollte das in Dubai denn passieren? Scheißegal, es regnet einfach nur in Dubai, ziemlich stark, ja. Und die Leute behaupten immer schon wieder, es wäre jetzt die Regierung, die uns wieder alle töten will, weil das Wetter jetzt, weil es regnet. In so einer Zeit jetzt AI rauszubringen für jede Privatperson, das wäre, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Das ist unschuldig. Ich könnte einfach mit dieser AI, könnte ich jetzt ein Video erstellen, wo ich einfach eingebe, Astronaut aus dem Weltall sieht eine flache Erde, würde das einfach hochladen und alle würden sagen,
Da ist der Beweis, die Erde ist flach. In so einer Zeit leben wir halt aktuell. Das heißt, dieses ganze AI-Ding für die Privatperson kommt entweder zu früh oder zu spät. Aber das sollte nicht genau jetzt für Privatpersonen zugänglich sein. Da sind wir noch zu blöd für im Internet. Und wir werden immer dümmer, habe ich das Gefühl. Wenn du deinen Channel und damit deinen Content als Referenz angibst, würde das vielleicht als Bewerbung funktionieren. Ich könnte es mal versuchen. Lustigerweise gibt es seit neuestem, wenn du YouTube-Videos hochlädst, da musst du einen neuen Haken setzen. Da wird jetzt nämlich wirklich gefragt, ob das, was du hochlädst, in irgendeiner Form mit AI verfälscht wurde. Und wenn du das nicht wahrheitsgetreu anhakst, kannst du deswegen auch einen Strike bekommen. Also die sind da auf jeden Fall schon mit dabei, dass du das wirklich angeben musst. Ich weiß halt nur nicht, ob ein Algorithmus das jetzt checken würde. Beziehungsweise, wie ist es denn jetzt? Jetzt ist ja eine Reaction da und ich reagiere auf etwas, das scheinbar zum Teil mit AI geschaffen wurde, aber ich habe es ja nicht selber gemacht. Muss ich jetzt einen Haken setzen oder nicht? Ist alles noch so ein bisschen schwammig. Die Zeit dafür ist crazy. Vielleicht sollten erstellte Videos noch 24 Stunden auf deren Server zur Verfügung bleiben, bevor sie freigegeben werden. Ich finde diese Idee gar nicht so blöd, dass du einfach AI-konstruierte Videos auch genauso kennzeichnen musst. Beziehungsweise, dass mit AI geschaffene Programme automatisch irgendwie so ein Symbol mit einblenden. Vielleicht in irgendeine Ecke oder sowas. Ich meine, Leute würden es aber trotzdem glauben. Der Zug ist abgefahren. Es focken sich einfach Menschen hin, die sitzen einfach so da wie ich jetzt. Du hast nichts eingeblendet und die sagen einfach, ja, ist übrigens alles von den Juden inszeniert, was gerade passiert. Die wollen die Weltherrschaft haben, wir werden alle sterben, es gibt Echsenmenschen. Laden das so ins Internet hoch und die anderen sagen dann, ja, Mann. Du, die suchen ja nicht mal nach Beweisen. Das heißt, du brauchst nicht zwingend AI als falsch zu kennzeichnen, dass diese Idioten das wirklich glauben. Aber genau jetzt halt ist nicht die richtige Zeit für AI, auf gar keinen Fall. Solange wir nicht anfangen, wieder mal uns für Sachen zu interessieren und zu versuchen, wissenschaftliche oder auch geschichtliche Fakten herauszufinden. Da müsste man aber recherchieren. Das ist ja anstrengend, das kann ja eine Zeit lang dauern. Solange wir das aber noch nicht machen, ist AI für uns einfach nicht gedacht. Solange wir jeden Scheißdreck einfach glauben. Alter, wie krass. Aber gerade für sowas hier würde ich mich halt dann doch freuen, wenn ich irgendwie einen Zugang zu sowas hätte. Wenn ich damit irgendwie so Was-wäre-wenn-Geschichten einfach mal so ein bisschen auch grafisch besser hintermalen könnte. Ich habe das Ganze immer wieder ja ganz gern gemacht mit so Bildern, die ich mal selbst bearbeitet habe und so ein Kram. Aber das wäre halt schon eine sehr, sehr geile Form von Animation. Und deswegen will ich auch unbedingt Blender lernen. Bis Ende des Jahres werde ich Blender auf jeden Fall gut genug können, dass ich meine eigenen kleinen Kurzfilme machen kann. Und die werden erstmal noch nicht so wirklich krass aussehen wahrscheinlich, aber ich will dann mit Blender nach und nach auch mal meine Was-wäre-wenn-Geschichten einfach auch mal in eine grafische Variante als Film umsetzen. So wie Ali Awada, nur eben mit meinen eigenen Was-wäre-wenn-Stories. Das ist so meine Idee. Ja. Similarly, Manda has been a constant rival where their territories collide in Hong Kong. The arrival of the superfauna have had its positive impacts as well. Fewer times in history have we seen mankind as united as it is today. Resources from
from around the world are brought together to face this new threat. The radiation produced in the wake of these attacks has also been shown to vastly improve the fertility of soil, resulting... Ich weiß nicht. Das ist auch so eine Toho und generell Godzilla-Universum Sache, dass laut denen ihren Aussagen wächst einfach alles ins Überdimensionale, wenn es irgendwie atomar verseucht ist. Kürbisse, Karotten, Tiere. Das finde ich ganz witzig. Soll das hier eine Kartoffel sein? Es ist einfach ein Kürbis. Okay, krass. While inedible currently, scientists believe that within a few years we'll be able to harvest and assist in the global hunger issue. The United Nations has begun its... Ja, das musst du, glaube ich, nicht großartig prüfen. Wenn das so wäre, dann hätten wir irgendwann ein Verriesen auf der Erde gehabt, weil es gab dummerweise Menschen, die unter den Auswirkungen von Atomwaffen Generationen später sogar erst noch dann daran gestorben sind. Das ist ja das Heimtückige an der ganzen Scheiße. Das... Wenn du jetzt heute damit verseucht wirst, kannst du trotzdem immer noch alt werden. Und diese ganze Seuche gibst du allerdings über Generationen hinweg immer noch weiter. Und irgendwann trifft es dann halt einfach einen ziemlich hart. Und dann ist das, ja. Und ich glaube, Riesenmenschen hatten wir nicht gehabt. Das will ich einfach mal anzweifeln. Vielleicht kamen die aus der Hohlerde oder haben die flache Erde dabei noch getragen. Das kann natürlich sein. Aber ich glaube, Riesen hatten wir so nicht. Jeder NBA-Spieler, finde ich eine sehr gute Theorie. Die würde ich, wenn ich du wäre, einfach mal auf Facebook und auf Instagram verbreiten oder auch auf TikTok. Da wirst du dann sehen, was dann passiert. Die Leute glauben dir das einfach dann direkt. Die sagen dann, das ist es. Er hat's gecheckt, er ist kein Schlafschaf mehr. Superkürbis, die Nahrungsknappheit ist am Ende. Ey, ist aber dann doch sehr fraglich, pass mal auf. Das ist dann so eine Zwickmühle. Wenn du durch radioaktiv verseuchte Kürbisse hast du dann zwar mehr Kürbis, laut dieser Logik hier, aber die sind ja radioaktiv verseucht. Das heißt, wenn du diesen Kürbis dann isst, bist du auch radioaktiv verseucht und wächst dann dadurch ja anscheinend auch. Und dann ist der Kürbis wieder normal groß. Dann fängt die Scheiße wieder von vorne an. Aber dann bist du irgendwann in der Größe, was Godzilla in den Schwitzkasten nehmen kannst. Das ist auch was Feines. Process of crafting the Godzilla Counterattack Center, a world coalition group with a singular goal of researching how to destroy Godzilla and other similar threats. They've begun fast-set work in developing resources and strategies to reduce casualties from these attacks, as well as create a universal system for detecting and monitoring superfauna activity. Currently, Skull Island Research Center. Gab es King Kong jetzt doch in dieser Geschichte? Ich dachte, das wäre nur ein Film gewesen. Oder hat dieser Film auf wahren Ereignissen? Ich check's gerade noch nicht so ganz. Scientists are converging on Skull Island to conduct field research. Es ist doch echt. Es gibt Skull Island also doch wirklich jetzt hier in dieser Geschichte. Ja, am Anfang galt der Film als reale Doku. Ach so. Das ist eine Doku in der Doku. Jetzt habe ich es erst gecheckt. Ah, krass. Ja, okay, verstehe. They believe the secrets to the superfauna may lie within this prehistoric world. Das würde ich gern sehen. Das wäre den Film, den ich sehen wollen würde. As humanity bands together in these dark times, we become closer and closer to a day of peace. That will conclude. Eigentlich haben wir doch jetzt einfach nur Skull Island eingenommen, weil der Rest der Welt, ne, oder? Habe ich das gerade falsch verstanden? Lustige Definition von Frieden. Developing resources and strategies to reduce casualties from these attacks, as well as create a universal system for detecting and monitoring superfauna activity. Currently, scientists are converging on Skull Island to conduct field research. They believe the secrets to the superfauna may lie within this prehistoric world. Ich
Also bringen wir einfach mal Panzer mit. Das ist so die Idee. Wir nehmen uns einfach jetzt Skull Island. Das ist die perfekte Antwort auf den Krieg. Wir machen so Frieden. Das ist, ja, wieder mal sehr menschlich gedacht. As humanity bands together in these dark times, we become closer and closer to a day of peace. That will conclude today's program. This is Gene Maldonado, inviting you to be with us again soon for another look. Das ist einfach das GeForce-Logo, stimmt. Nur mit Godzilla drauf, ne? Na, wo haben wir es denn? Da. To a day of peace. That will conclude today's program. This is Gene Maldonado, inviting you to be with us again soon for another look at living with monsters. Ja, sehr krass auf jeden Fall. Da wurde nicht übertrieben. Ist schon ein ziemlich geiler Kurzfilm. Die 17 Minuten waren jetzt auch doch schneller rum als gedacht. Da kommt auch nichts mehr, ne? Keine Post-Credit-Scene mehr oder irgendwas. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ganz, ganz geile Geschichte. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir wirklich im nächsten Toho-Godzilla-Film, wo sie auch dann wirklich einen Kampf zwischen verschiedenen Titanen oder eben Kaiju einführen wollen, dass das dann ähnlich auf ähnliche Sachen hinausläuft wie jetzt das zum Beispiel. Ich weiß nicht, wann der zweite Film spielen soll. Das wissen die wahrscheinlich noch nicht mal selbst. Aber da könnte dann schon wieder ein relativ aktives Militär am Start sein, das dann gegen die Kaiju vorgeht. Ja.